So, Freunde, nach der Pause und dem Zerfall vom Gegner und uns selbst in der letzten Folge, gehe ich heute direkt zum Boss. Es wird nicht einfach sein, an ihm vorbeizukommen, aber ich hoffe, dass ich über die Brücke die killen, meine Seelen holen, ihn vermeiden, hier ihn noch holen, dann habe ich zwei Arcana, hier habe ich noch eine Munition, hier noch eine Munition. Das heißt, in 10 Minuten will ich da sein. Let's go! Achso! Bild. Heavy Damage par excellence. Was ich beim Boss in der zweiten Welt gemerkt habe, Frost und Hailstorm, der beschwört nicht mal die Minions, der erste Boss in der Grube. Los geht's. Ah, ich wollte auch die andere Teufelswaffe nehmen. Ich wollte doch die Bazooka. Schlüssel. Okay, ich muss nach oben. Muss ich die doch legen auf der Brücke? Wenn ich versuche, da vorbei zu dashen. Okay, 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 okay. Alles halb so wild. Sehr gut. Na, wo ist er denn? Kommt noch jemand? Oh Gott. Oh, warum ist das einfach nicht auf? Natürlich. Okay. Lol, das hört immer noch nicht auf. Ja, hätte nicht gedacht, dass das so ein Problem wird. Und dass ich so lange brauche, um zum Boss zu kommen. Leute, 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 Leute. Alright.
Items, Damage Against Elites and Ascendant Enemies. Zählt auch nicht der Boss dazu wahrscheinlich. Ja, hat doch alles funktioniert. Natürlich. Wer hat denn gesagt, das ist eine gute Idee? Temporäre Schadenserhöhung, das habe ich noch gar nicht so realisiert. So. Ich brauch Muni, Muni, Muni. Vor dem Fall, dass ich nicht kritte. Okay, eine Heilung weniger als am Start. Ich glaube, den Boss, da ich jetzt weiß, was er macht, sollte ich trotzdem besiegen. Und ich hoffe, dass die Eisfähre seine Giftwolke abhält. Oh Gott! Habe ich eine Kiste? Perfekt. Da ist er. Ach, da brauche ich den Schlüssel, ne? So, der Plan ist aber noch immer derselbe. Ich meine, ich könnte auch das umgehen und hier drüber springen, durchspringen. Aber ist eigentlich Wurst. Oh Gott, nicht ein Geist. Huh?
Bist du dazu? Zum Mob? Ey, ich komme nicht drum rum, hier alle Leute zu killen. Was ist denn hier los? Nö, klaro. Okay. Natürlich. Ist ja noch nicht genug. Sven. Piercing Bullets. Hattet ihr ein Schild? Nee. Magazingröße erhöhen? Für was? Ich hab Dash Reload. Boah, ich brauche Muni. Rechts von mir. Okay, sieht gut aus. Oben. So, dann gehe ich noch dahin. Hört nicht auf, ne? Nein. Letzter Schuss. Ja. Okay, nicht viel. Aber hier kommt nochmal die Muni. Oh ja. So, jetzt will ich zum Boss. Seelen holen. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Kann ich gar nichts brauchen. Thank you.
dachte, das war so eine Wisp. Aus war ja meine Seele. Das war aber verzögert. Okay, mal gucken, ob die Taktik bei ihm auch so gut funktioniert. Wo kommt der Frost her? Das ist neu, oder? Da bekomme ich nochmal. Du warst schuld. Frag mich schon, Bonus-Elixier, na logen. Stamina on Hit. Ey, guck mal, in 7 Minuten 36, solange wie die Aufnahme gerade läuft, habe ich es geschafft, zum Boss zu kommen mit 6 Arcana. So. Hier war noch eine Kiste. Und der Geist ist weg. Vielleicht bekomme ich da noch in der Kiste Elixiere. Brauche ich ja nicht verschwenden. Okay, 2 Federn. Ich bräuchte wenn da noch eine. Ein Schlüssel mehr. Okay, ab zum Boss. Schon wieder 50.000. 30.000 hatte ich aus dem letzten Tod. Glaube ich. So. Taktik. Die Sniper. Jeder dritte Hit macht Freeze. Das werde ich erstmal nutzen, bis die Muni alle ist. Obwohl, ich werde wechseln zwischen Zaubern, um die Abklingzeit nicht zu verschwenden. Gehen erst mit der Sniper rein. Wenn er gefroren ist, auf die Teufelswaffe. Da muss ich aufpassen, ey. Calamity. Low Ammo schon, Alter. Okay, dann muss es wohl die... die Hypnosis heißen. Okay. Das freut mich natürlich extrem. Da unten muss noch so ein Eiskristall sein. Hält sie nicht ab.
Okay, nicht wieder am Rand bleiben. Alter Schwede. Ja, ist wirklich hart. Die Sandy macht mich gleich platt. Okay, let's go. Ich hab's geschafft, ich muss raus. Dann macht die Insanity mich platt. Speedrun, 13 Minuten. Hoffentlich habe ich alles gesammelt, was ich kriegen kann. Oh, voll am Zittern, ey. Alter Schwede, war das Speedrun? Alright. Okay, die Hailstorm zusammen mit einer anderen Single-Shot-Waffe nutzen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Die Munition war sehr schnell unten. Immer noch alles gleich. Ich kaufe mir mal schnell 10 Gold. Er ist gar nicht da. Dann kann ich aber nochmal runter gucken und schauen, was die nächsten Voraussetzungen sind. Für das Freischalten von den Dingern hier unten. Okay, er ist jetzt nicht mehr hier. Das heißt, er muss open for Mirages. Mirages? Mirage? Mirages? Keine Ahnung. Was meint das Spiel wohl damit? Na, guck mal hier. Ich bin über Level 60, da ist es gerade nicht so schlimm. Ich will eher die ganzen Sachen maximieren. So, ich glaube, Eismagie werde ich mir maximieren, weil es sehr stark ist. Wow. 5 Gegner oder mehr mit einmal getroffen. Recharge den Spell sofort. Das ist so hart. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt gehen wir in die Dungeons ab Welt 1. Da gibt es ja diesen komischen grünen Lichter, wo ich nicht reinschauen kann. Das heißt aber, ich sollte jetzt eher... Gegner sind ziemlich weit weg und um die Ecke. Das heißt, ich brauche Entfernung. Extra Charge, Explosionsrange. Die Plexus wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich die um die Ecke platzieren kann und durch den Explosionsgradius Leute langsam killen. Und dann der Rotten Fiend. Der wäre vielleicht nicht schlecht. Spawns a Burning Stake, das ignites enemies, damaging them charges. Wenn das so ein AOE-stationärer Totem-Effekt ist, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Lass doch ausprobieren, ey. Die hatten wir noch nicht. Ansonsten müssen jetzt Gegner schnell fallen. Das heißt, Banshee Burn Stakes Overkill. Ich werde die Hypnosis mit runternehmen, damit ich um die Ecke Leute killen kann. Da wäre Overkill nicht schlecht. Oder hier, ein Ei. Ich habe schon Feuer und Blight, das heißt, ich muss Feuer weiternehmen. Oh, das ist gut. Kritische Shots, ja, Lightning, Feuer.
keine gute Kombi, ehrlich gesagt. Keine gute Kombi. Aber die ist zu blöd für diesen ersten Dungeon in der Unterwelt. Ich versuche die Ausheben Eis. Da habe ich Blight. Decay, Decay, Feuer, Feuer, Frost, Feuer. Also, Decay und Feuer. Und um mehrere Gegner gleichzeitig zu killen, nehme ich die Vulture wieder mit rein. Den Fetisch für den Fall, dass mich... Ja, für den Fall, dass mich der Wahnsinn erwischt, kann ich das mit dem zweiten Auferstehen umgehen. So, die 40 sind investiert. 45.000, wie viel brauche ich fürs nächste Level? 51.005. Das sind 7.000 locker drin. Ab. So. Mehr Schaden, mehr Spaß. Wie viel habe ich denn jetzt noch ungefähr über? Ja, nicht genug. Okay. 31.000. Das macht 2, das macht 6, 4. Naja, hab ich doch nicht. Okay, zurück in Welt 1 und ab in den Untergrund-Dungeon. Den ersten. Holy moly, ist das hart! Ihr werdet gleich sehen, warum. Alter, Knossis 3, ich hätte die Dungeons vorher machen sollen. Gott, ist das... Alter Schwede. In dem Versuch vorher ist ein Boss gespawnt. Ihr glaubt es nicht. Entweder hast du also sehr viel Ausdauer und kannst deinen schnellen Schüssen mit Explosionsradius aus... Oh, nee. Gierig. Stun Bullets. Okay, nicht draufschießen. Wenn ihr ihn zerstört, war's das. Ihr könnt euch einmal voll heilen, glaube ich, an den Obelisten. Jetzt geht's hier rein, ey. Das Gefühl, FPS-Einbrüche zu haben, aber saftig.
Aber saftige Einbrüche manchmal. Boah, die Stun-Bullets sind der Hammer. Ist über mir? Der große Spaß kommt ja erst noch. Das ist ja eigentlich ein Witz hier. Ah, okay. Irgendwelche neuen Kreise? Jag! Notzes Level, ne? Das sind so eine Sache. Ah, Mist, jetzt habe ich die eine schon vor. Zuzeitig nachladen bei der Waffe. So, jetzt kommt der Spaß. Ich kann es leider nicht zerstören. Ah, stimmt, Zeit. Zeit ist ja noch so ein Ding. Ah, ich muss nicht mal hingucken, ich muss nur drinstehen. Das war ein Fehler. Nee, was nicht. Doch, war es. Ist tot. Deswegen.
Jetzt meine Obelisken wieder kaputt. Ne, die waren unten. Das waren gar nicht die von oben. Speedrun! Holy shit! Loser! Okay, der war nicht gut. Alright, 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 alright. Da liegen die Seelen. Let's go. Kannst hier bleiben. Überspringen. Gerettet. Und die Seen sogar bekommen. Alter Schwede, ist das hart. Okay, ich muss mit der Sanity gut arbeiten. Okay, ich weiß nicht, wo es lang geht. Muss gucken. Also muss ich mich links verstecken? Okay, die Sanity geht wieder voll. Sehr gut. Aber ich muss eine Heilung nehmen. Du willst mich doch verarschen. Alter Schwede, war das ein Glück. Das sollte locker zu schaffen sein. Wieso... Insanity! God, what? Okay. Zauber voll, alles voll. Ach, schade. Tja.
Von hier nicht, oder was? Okay. Kann ich das haben? Ah, das war das Messer, oder? Weg! Wo ist denn hier noch hin? Was? Was? Wow. Ist doch nicht das Messer. Hier wirkt's nicht. Was faucht denn hier? Sind das solche Pflanzenwesen oben? Okay, ich bin durch, glaube ich. Nice. Zweiter Versuch. Dungeon clear. Ah, hier komme ich raus. Lull. Okay, dann müsste diese Map... Ihn hatten wir schon erledigt. Den hole ich mir jetzt offscreen nochmal für die Ressourcen. Das heißt, jetzt müsste ich noch in The Wailing Tower ins Dungeon. Aber ich glaube, da gehe ich lieber frisch rein mit neuen Materialien. Uiuiuiuiui. Was ein Spaß, ey. Der Typ, der mich da beinahe gekillt hat, ey. Das war der Geist. Das war der Geisterkapitän. Und der hatte völlig neue Skills. Hatte ich keinen Ring drin? What the... Ach so, stimmt. Ich kann erstmal verstärken. Die Hunger ist bereit. Was wartet wohl auf Platz Nummer 3? First body shot after reload counts as a critical hit. Reload grants freeze for the first bullet. If every shot was a critical hit. Alter Schwede. Also. 6-mal Kopfschuss. Nachladen. Sicher gehen, dass der Gegner gefroren wird. Okay. Der schwere Zauber geht ja auf die letzte Kugel. Das heißt, das kann ich damit... Wenn nur der erste Schuss... Ja, da macht es damit den schweren Zauber weniger Sinn, leider, finde ich. Ne, mit Cornucopia macht es dann leider weniger Sinn. Da ich ja häufig auf der letzten Kugel bleibe. Es würde nur bei einer Single-Shot-Waffe Sinn machen. Das nehmen wir dann, das level ich jetzt hoch, dann offscreen. Und beim nächsten Run gehen wir in die erste Welt in den Tower und versuchen den Tower zu legen. Mit den mehreren Ebenen nach unten. Und da werde ich mit der Ricochet und wahrscheinlich wieder der Hypnosis reingehen. Auch mit der Ricochet mit rein. Die macht, glaube ich, auch Blitz. Ja, auch Lightning. Kann ich mit dem Bild wieder reingehen. Und eigentlich kann ich die beiden weiter nutzen, um die aufzuleveln. Die werden in dem Wailing Tower ordentlich Statusschaden machen. Aber ordentlich. Mit der Zyste und dem Burn Damage. Leute anknacksen, circlen um das Center und dann mit Ricochet und mit aus, mit Hypnosis. Richtig viel Party machen. Obwohl auch hier Aussehen Eis wieder in den Dungeon ziemlich cool wäre. Um den Decay Spray zu bekommen. Decay-Spray. Ja, ich muss mal noch überlegen. Ja, Leute, das war's für die heutige Folge. Wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like, Comment und ein Abo da bei der nächsten Folge, die wahrscheinlich schon das nächste Video sein wird, außer ich schiebe ein Game dazwischen, was total weird ist und schon sehr alt, aber was ich jetzt erst entdeckt habe. Vielleicht mache ich da meine angetestet Folge draus. Und
leider wurde Path of Exile 2 jetzt verschoben auf den 6. Dezember, weil sie das Übertragen von Path of Exile 1 Skins auf 2 nicht so richtig hinbekommen, wobei ich mir denke, okay, dann schiebt es doch einfach nach und macht trotzdem die Beta im November, aber naja. Ja, und das war's. Bis dahin und ciao.